Wir machen eine Übung zur Aktivierung der Rumpfmuskulatur und zum Aufbau des Fußgewölbes. Dazu stehen die Füße an der Wand, die Hüfte und die Knie sind in einem 90-Grad-Winkel eingestellt. Die Arme liegen entspannt auf oder neben dem Körper. Schau, dass du nicht zu viel Abstand hast zwischen den Knien. Genau. Und dann belaste hier zunächst deine Fersen etwas stärker. Dadurch merkst du, dass die Beinmuskulatur angespannt wird auf der Beinrückseite. Bring dann hier deinen Großzehenballen leicht nach unten und auch deinen Kleinzehenballen nach unten, sodass sich so eine Brücke aufbaut zwischen Groß- und Kleinzehenballen. Das kannst du auch sehen, wenn du auf deine Füße schaust. Genau, probier die Position zu halten. Und achte darauf, dass deine Zehen nicht krallen. Versuche deine Zehen hier lang zu lassen. Ja. Wenn du das gut halten kannst, kannst du dann einen Schub mit deinen Knien nach oben Richtung Decke geben, um zusätzlich noch die Rumpfmuskulatur stärker zu aktivieren.